Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Angezockt. Ich freue mich. In the Store. Ich bin ja schon heiß auf das Spiel. Ich mache mir erstmal ein Energy auf. Seit es bei der E3 vor 2 Jahren vorgestellt wurde. Prösterchen. Und soweit ich gelesen habe, sollen da auch Entwickler von Assassin's Creed, ich weiß jetzt nicht, was, Brotherhood oder Revelation? Assassin's Creed, ich glaube von der Ezio-Zeit, sollen dann beteiligt sein. Och, bitte lasset, das Text ist schon mal deutsch, gut. Für PC gibt's das wohl schon länger. Neuer Stammoption, wir gucken erstmal. Audio. Musik mache ich mal ein bisschen runter. Ich hoffe ja. So. Das lassen wir jetzt einfach so. Sprache Deutsch. Neuer Stamm. Neues Leute, ich bin gespannt. Stammname. Oh ja, wir wollen ein Tutorial haben. Oh, jetzt scheiße. Also da hätten sie ein bisschen was... Ja, jetzt ist wieder besser. Aber wenn jetzt so helle Bilder sind im Hintergrund, dann hast du wirklich Probleme, das Weiß zu lesen. Also das Weiße zu lesen. Nee, wir machen das dann. Endlich. Jo. Ich bin gespannt. Also wir sollen irgendwie ein Stamm sein. Und den sollen wir eine gewisse Zeit begleiten. Wenn einer tot ist, ist er tot. Haben wir erstmal eine Ladezeit. Das kann jetzt sein, dass es bei mir was länger dauert, weil bei mir ist ja das Spiel auf der externen Festplatte drauf, nicht auf der internen. Wahren Begebenheiten inspiriert. Oh.
habe damals ja auch Spore gespielt. Oder Spawn, wie das hieß. Das war auch cool. Fängt ja schon ganz brutal an. Da wird die Mutter gekillt. Thank you.
Ah, ich hab's. Jetzt geht's eigentlich voll. Die Mutter, sondern der Vater ist tot. Oh, Silber drauf hier. Achso, wenn man gleich mal nachgucken will, viele fragen ja dann immer. Ne? Ja, es hat Platin. Da kann man den Namen ändern. Ha ha!
Sind wir mit? Na, ein Fahrgewerbe. Verbunden, okay. Oh.
Spiel. So eine Anzeige wäre natürlich nicht schlecht. Wie sehr ich verbunden bin. Machen wir einfach nochmal. Das sieht ja ganz gut aus. Und warten wir eine gewisse Zeit ab. Die Malen sind aber voll mit der. Jetzt kann ich wechseln, okay? Stöhnt aber ganz schön. Ja, dann kriegen wir mal einen anderen. Wir warten jetzt einfach mal hier so eine halbe Stunde ab. Also nicht eine echte halbe Stunde, sondern so etwa eine halbe Stunde im Spiel. Oben haben wir ja die Uhr. Wenn ich zu lange mache, bringt es auch nichts. So, ich kann das gar nicht selber machen. Oh.
alles Neue macht Angst. Wir müssen alles untersuchen und so weiter. Werkzeug mit Stock. Könnte ein Feuerstein jetzt sein, oder? Evolution, aha. Also hier leuchtet.
Obwohl ich muss gedrückt halten, bis es nach oben zeigt. Okay, und jetzt. Solange ich gedrückt halte, schläft sie. Kann ich noch nicht irgendwie irgendwas benutzen. Gucken, ob er jetzt wieder wegzieht denn oder uns wegstößt oder ob es diesmal okay ist. Muss warten. Also hier haben wir das mal komplett.
Klettern wir mal da hoch und holen den Toten. Der gibt's da ja auch was, weil wir den Toten Intelligenzpunkte, weil wir unsere Toten nicht einfach von den Tieren fressen lassen oder so.
Ich hab den nächsten getötet. Was ist? Muss ich mit dem jetzt wieder neu lernen oder was? Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon kombinieren kann. Thank you.
Scheiß Vogel aus. Also der klettert auf jeden Fall schon mal schneller als der andere, den ich hatte. Ich hab da drückt. Wieso krieg ich diesen Scheißvogel nicht tot? Schon richtig der Friedhof hier. Ich muss auf jeden Fall nochmal anfangen, ja, ich ja voll verkackt. Jetzt eigentlich nicht. Damit den er den Fall lassen.
Das macht er Attack. So, was macht er mit dem scheiß Stock? Es wird kalt. Ich muss Feuer lernen. Oh, Scheiße, zwei habe ich ja schon getötet, ey. Oh,
Ich muss auf jeden Fall Wasser trinken, weil sonst und essen, sonst sterbe ich. Und die anderen machen wir jetzt okay, das ist gut. Dann fehlt uns jetzt noch Essen. Hier. Mein Stamm ist schon ziemlich ausgedünnt. Okay. Aber ich kann nichts von denen machen. Die alle noch schwarz sind. Das ist mein Generationswechsel. Was passiert da jetzt? Wir entwickeln uns weiter, okay? Jetzt ist es die nächste Generation, also praktisch das Kind, was ich vorher die ganze Zeit rumgeschleppt habe. 15 Jahre später, ja. Gekriegt. Okay, also ist aber noch viel Zeit. Hat mal 1% geleistet. Leck mich, ey. Oh, 3 Tode. Gut. Oh, ich bin schon über eine Stunde dabei. Leck mich.
Oh, hier sind auch wieder Früchte. Nee, das sind Blumen. Besser gegen Knochenbrüche oder was? Stirbt. Ich hab denn nur noch 3. Oh, nee, doch nicht gestorben. Das Gift ist weg. Aber kalt.
ordentlich futtern, damit ich hier wieder halbwegs auf dem Damm bin. Ah, Fisch. Wieder? Ist doch nicht. Ich schaff das nicht mit dem Ausweichen, ey. Ach, vielleicht bin ich auch schon zu K.O. irgendwie. Schlafen wir erstmal und lassen erstmal den Virus weggehen. Also das Gift. Dann ist natürlich alle dann roh weg. Oh, ganz ehrlich. Oh!
Ich hab nichts mit dem Ausweichen, ganz toll. Oh.
Ich muss den noch zum Clan bringen, dass er... Verletzungen sind wohl nicht gut. Oh Scheiße, der stirbt. Der ist das jetzt. Da ist Wasser. Wir müssen jetzt weiter. Ich bin falsch gelaufen. Ich bin hier hoch gegangen. Ich hätte, glaube, geradeaus gemusst. Das Problem ist ja auch, wenn alles, was ich erreicht habe, ist hinfällig, wenn mein ganzer Clan stirbt. So hatte ich es gelesen.
ich jetzt so schwer verletzt bin, ob ich mir überhaupt irgendwie heilen kann. Also ich meine von alleine. Aber langsam weg sein, ja. Blut spritzt, also ich glaube, ich sterbe jetzt gleich. Ui. Neuronale Energie. Stirbt. Oh, eine Trophäe. Aber ist geil gemacht. Wirklich, ist wirklich geil gemacht. Ich wollte eigentlich nur anzocken. Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Jetzt bin ich schon anderthalb Stunden dabei. Wir sind immer noch in dem Tal. Nee, wir haben jetzt ein neues Tal, so wie es aussieht. Die scheinen weitergezogen zu sein. Ihr seht ja, dass der Clan kleiner geworden ist.
daraus können wir was machen, aber der sagt uns noch nicht was. Oh. Zum Schlafen können wir das nutzen. Warte mal. Ich kann ja auch nicht irgendwie ich weiß zwar, was ich damit machen kann, aber ich kann nichts anklicken. Also ich muss das dann selber machen oder so, keine Ahnung. Startet schon. Aber hier, ich jetzt weiter hier mich verzocke und noch länger zocke, machen wir hier mal lieber Schluss für heute. Also das Warten hat sich echt gelohnt, es macht megamäßig Spaß. Alle da forschen und machen und tun und ist im Prinzip auch so eine Art Simulator, aber auf eine andere Art, auf eine coolere Art. Und mir persönlich gefällt's. Ich war ja schon begeistert, wo sie bei der E3 vor 2 Jahren vorgestellt haben. Und es kam ja auch schon, soweit ich weiß, jetzt für den PC. Und jetzt endlich für die PlayStation. Link mache ich euch in der Videobeschreibung zum PSN, da könnt ihr das kaufen und downloaden. Also ich finde es echt gut gemacht. Knifflig teilweise, aber mit dem Ausweichen hat bei mir nicht geklappt. Bei der Schlange, beim Löwen hat es geklappt. Oder T-Shirt oder was das war, Säbelzahn, keine Ahnung. Aber so finde ich es cool. So ist es echt cool gemacht, muss ich sagen. So, Däumchen wären Träumchen, wenn es euch gefallen hat natürlich. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wie gesagt, ich werde das Video nicht rendern. Ich werde kein Intro, Outro oder sonst irgendwas machen. So wie ich es hier vor mir gesehen habe, so nehme ich es auf mit einer sehr hohen Bitrate. Damit ihr da ziemlich nah dran seid an dem, was ich hier sehe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und der Rainer, hoi. Das hat euer Odin.